Unser Weltbild erweitert sich von Tag zu Tag und das im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt ist ein neuer Zwergplanet in unserem Sonnensystem dazugekommen. Er könnte uns auf die Spur von Planet X oder 9 bringen. Wie das? Klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich neue Science-Videos. Abonniert den Kanal gerne. Herzlich willkommen. Wow, das gibt's nicht alle Tage. Ein neuer Zwergplanet in unserem Sonnensystem und Goblin, so heißt er, ist ein ganz besonderer. Während Pluto seine Umlaufbahn in einer Entfernung von 30 bis 50 astronomischen Einheiten um die Sonne zieht, macht es Goblin in 65 bis, Achtung, 2300 astronomischen Einheiten. Seine Bahn ist so nicht nur extrem elliptisch, sondern entfernt sich auch extrem weit von der Sonne. Eine astronomische Einheit ist dabei die Entfernung zwischen Erde und Sonne. Entdeckt wurde er dabei bei der Suche nach Planet 9 respektive X, also dem unbekannten, aber vermuteten riesigen Gasplaneten weit draußen kreisend um unsere Sonne. Goblin wurde erstmals 2015 von einem Astronomie-Team entdeckt. Federführend waren dabei Scott Shepard und Chet Trujillo von der North Arizona University sowie David Tolan von der University of Hawaii. Sie entdeckten Goblin per Zufall mit dem hawaiianischen Teleskop Subaru. Nachdem sie ihn jetzt 3 Jahre lang beobachtet hatten und seine Bahn bestimmen konnten, bestätigten sie den Fund von 2015 TG387, wie Goblin katalogisiert wurde. Für seine Bahn um die Sonne benötigt der Zwergplanet, Achtung, rund 40.000 Jahre. Sein Durchmesser beträgt 300 Kilometer und es ist nicht der erste Zwergplanet, der bei der Suche nach Planet X aufgespürt wurde. Zitat: Wir denken, dass es tausende Kleinkörper wie 2015 TG387 draußen an den Rändern unseres Sonnensystems geben könnte, aber ihre Entfernung macht die Entdeckung sehr schwierig, so einer der Entdecker David Tolan. Doch diese Entfernung hat auch einen entscheidenden Vorteil. Diese fernen Objekte sind wie Brotkrumen, die uns zu Planet X führen, sagt Scott Shepard. Ihre Umlaufbahn um die Sonne wird nicht von den bekannten Planeten beeinflusst. Jede Beule in ihrer Bahn könnte ein Hinweis auf Planet X sein. Der riesige Gasplanet soll mehr als 10-mal mehr Masse als die Erde haben. Aufgespürte Zwergplaneten, die so weit vom Zentrum unseres Sonnensystems entfernt sind, können so auf Planet X hindeuten, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Umso mehr von ihnen entdeckt werden und ihre Umlaufbahnen berechnet werden können, desto schneller könnte Planet X aufgespürt werden. Zitat: Je mehr wir von ihnen finden, desto besser lernen wir das äußere Sonnensystem und den möglichen Planeten kennen, von dem wir glauben, dass er ihre Umlaufbahnen beeinflusst. Eine Entdeckung, die unser Wissen über die Evolution des Sonnensystems neu definieren würde. So Shepard. Wow, das wird extrem spannend. Mehr über Planet X oder 9 gibt es hier. Dafür draufklicken, Planet 9 nachgewiesen. Wenn ihr kein Video zu diesem und allen anderen Themen verpassen wollt, dann abonniert Klicksum und vergesst die Glocke nicht, und garantiert verpasst ihr kein Video über den kostenlosen WhatsApp-Newsletter. Dafür hier klicken. Zur Begrüßung gibt es ein kleines cooles Goodie. Bis dann. Bleibt dran.